Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Battlefront 2 Video und heute geht es um die Roadmap zum März. Und zwar ist sie gerade frisch rausgekommen am Donnerstag, glaube ich. Aber ich dachte mir, ich mache halt nochmal ein Video drüber, da manche Leute sich das dennoch gewünscht haben, dass ich zu solchen Sachen trotzdem noch ein Video mache, obwohl ich etwas später damit ankomme. Aber trotzdem, ich will meine Meinung schildern. Das machen die meisten nicht, die diese Roadmaps besprechen. Und ja, ich fange dann einfach mal an. Das erste Event, was uns dieses Wochenende begleiten wird, ist das schneller Spawn-Event, und zwar vom 8. März bis zum 10. März. Schneller Spawn könnt ihr dann im Blast, also in Gefecht und Angriff. Nur das Ding ist, dass ihr dann halt einen 1-Sekunden-Spawn-Timer habt. Also, dass ihr immer nur eine Sekunde abwarten müsst. Also nicht 0 Sekunden, sondern eine Sekunde. Danach haben wir direkt ein Triple XP Event vom 15. März bis zum 17. März. Und zwar für die Starfighter. Das werde ich definitiv ausnutzen, da ich meine Starfighter noch ein bisschen höher bringen muss, als ich sie schon habe. Das finde ich relativ gut. Wie gesagt, wenn ihr die Starfighter noch nicht hoch habt oder gemaxt habt, benutzt es definitiv. Das sind halt einfach die Triple XP Punkte für alle Raumschiffe, alle Starfighter in Starfighter Assault und Hero Starfighter. Also hätten Sternjäger Soul Dingsbummens, wie der Modus auch heißt. Dann vom 22. bis zum 24. haben wir doppelte XP in allen Modi. Und zwar ganz normal doppelte XP. Wenn ihr zum Beispiel Anakin noch nicht maxed habt, dann könnt ihr ihn dort hochleveln. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein paar Leute schon den auf Max haben. Ich sage jetzt einfach mal 30%, wenn nicht sogar 40% aller Spieler. Und dann kommen wir zum 26. Und am 26. gibt es das Update direkt mit dem neuen Modus. Und zwar können wir halt auf der Planetenoberfläche kämpfen und in diesen Raumschiffen auch irgendwie kämpfen. Count Dooku bekommt seinen dritten Skin, und zwar den Pyjama-Skin, den ich absolut nicht haben möchte. Ich finde, es gibt viele andere gute Skins, die man Count Dooku hätte geben können, die dennoch nicht benutzt wurden. Und das finde ich ziemlich schade, weil er eigentlich ein ganz cooler Hero ist. Aber er hat einfach die schrecklichsten Skins bekommen, meiner Meinung nach. Wie gesagt, es ist der komische Schlafanzug-Skin von Count Dooku. Und am 29. bis 31. gibt es dann nochmal ein Triple XP Event für den neuen Modus, der dann rauskommt. Und dort könnt ihr dann halt einfach nochmal die dreifache XP benutzen, die neuen Klassen hochleveln, die dann rauskommen. Wenn nicht sogar nochmal Anakin maxen oder Obi-Wan oder Grievous oder Count Dooku oder das andere, was ihr alles noch maxen wollt. Wie gesagt, ich werde dort diese neuen Klassen hochleveln oder diese neue Klasse, die rauskommt. Dazu werde ich vielleicht auch noch ein Video machen, wenn es dazu Neuigkeiten gibt. Im Allgemeinen finde ich diese März-Roadmap ganz cool, weil erstens ist es gut für die Leute, die jetzt erst gerade wieder angefangen haben, Battlefront zu spielen, nochmal ihre Heroes, ihre allgemeinen Trooper oder Sternjäger hochzuleveln. Das würde dann relativ schnell gehen. Nur bei Starfighter darf man halt nicht die Kontrolle verlieren, weil man da relativ schnell halt keinen Bock mehr drauf bekommt. Und ja, ich denke mal, am 26. gibt es dann vielleicht wieder so ein kleines Review-Video. Also nicht direkt am 26., also so ungefähr am 30. gibt es dann halt ein Video zu dem neuen Modus. Ich kann das nicht garantieren, vielleicht auch später. Da werde ich das dann wieder vorführen, wie ich das mit den letzten Updates gemacht habe. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch die Roadmap gefällt und was ihr hättet verbessern können. Ich finde zum Beispiel das Fast Spawn Event wieder ein bisschen unnötig. Kurze Werbeeinblendung, da ich gesehen habe, dass es nur 38% sind der Leute, die meine Videos schauen, die mich nicht abonniert haben, könnt ihr mich jetzt kostenlos abonnieren. Es kostet gar nichts und mir tut ihr dadurch einen Gefallen. Ihr könnt mich damit supporten. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Ich weiß, dass sie kaputt ist und spinnt, aber tut es einfach, damit ihr keine Videos verpasst. Schaut euch die Videos an, gebt einen Daumen hoch und kommentiert. Aber dennoch besser als die letzte Monats-Roadmap. Ich freue mich definitiv schon auf die Roadmap, die nach März kommt. Also die allgemeine Roadmap,
die uns dann halt zeigen wird, was wir noch alles bekommen. Wie gesagt, abhaken, am 26. kommt der neue Count Dooku Skin, der neue Modus, / die zwei neuen Modi, ich unterteile sie immer als zwei neue Modi, da sie zwei neue Sachen beinhalten, und halt noch die neue Klasse. Vielleicht erwarten uns auch noch Skins, vielleicht auch nicht. Ben Walk hat letztens oder heute noch verkündet, also am Freitag, also für euch dann gestern gesehen, dass es Hero Balancings geben wird, also Heldenveränderungen der Ausdauer definitiv. Die Ausdauer wird dann sozusagen nochmal bei den Helden verändert. Also da können wir uns auch nochmal drauf freuen. Vielleicht wird es dann auch mal gebalanced, dass der Imperator vielleicht ein bisschen länger blitzen kann und Luke nicht so lange blocken kann. Schreibt in die Kommentare auch noch, welche Heroes eurer Meinung nach weniger Ausdauer und mehr Ausdauer verdient hätten. Ich finde Grievous zum Beispiel ein bisschen mehr Ausdauer, wie auch immer. Er sollte ein bisschen mehr Ausdauer haben, das wäre auf jeden Fall viel besser. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte das Video jetzt nicht zu hardcore strecken. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.